Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sleeping Dogs. Ja, ich habe jetzt Geld angesammelt, wie man sieht. 4,1 Millionen. Normalerweise nur so im Groben. Ich habe mir das nur so grob ausgerechnet. So im Groben braucht man 2,5 Millionen für die restlichen Autos. Ich glaube, ein Auto oder so habe ich ja mal gekauft gehabt. Das heißt, es sind dann so 2,8 Millionen oder so. Habe ich dann angesammelt und dann habe ich mir gedacht, ich will ja auch noch das Achievement haben und euch alle Kleidungsstücke zeigen und alles vorlesen und so. Dann habe ich mir ausgerechnet, wie viel ich circa für Kleidungsstücke brauche. Habe ich auch nur so im Groben gerechnet. Bin ich dann auf einen Wert von circa 2,2 Millionen gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das heißt, um mir die Autos und die Kleidungsstücke zu kaufen, brauche ich so circa 4,6 Millionen. Bin ich aber nicht hingekommen, weil mir ist nämlich was passiert. Also ich habe das nicht aufgenommen, weil es halt nicht wirklich interessant war. Also, wir haben beim Telefon jetzt einfach gar keine Kontakte mehr, weil man kann diese Autos klauen, diese Train-Aufträge, die sind begrenzt. Ich habe dann einfach ab einem Gewicht, also am Anfang habe ich nur so Mistkarren sammeln müssen, die halt so, also klauen müssen, die halt so zwischen 10 und 40.000 gebracht haben an Dollar. Und dann später kamen aber nur noch Luxusschlitten, die mehrere hunderttausend wert waren. Und ja, und dann zum Schluss habe ich dann auch noch mal eine Karre geklaut, habe die abgegeben und da kam dann aber gar nichts mehr. Stand dann einfach wieder vor dem Garageneingang und dann habe ich halt die Belohnung bekommen für die Karre und dann habe ich gleich nochmal die Belohnung bekommen für Train-Aufträge erledigt. Das waren auch nochmal 20.000 Dollar. Das war's, kein Abschluss, nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du die Roland-Aufträge, die sind ja auch nicht interessant, das ist ja auch nur Geld eintreiben. War jetzt auch nichts Großartiges. Ja, da habe ich dann im Internet gelesen, das sind nur 5 Aufträge. Hätte ich das gewusst, hätte ich das mit in die Aufnahme genommen, aber so spannend war es jetzt auch nicht. Also ich habe halt eben da ein paar Leuten noch Geld eingetrieben. Bei einem Typen, das war ein Polizist, habe ich seine Frau als Geisel genommen. Da hat mir ein Typ von Roland geholfen. Und ja, und er hat dann halt gezahlt und so. Und ja, und der letzte Auftrag war dann halt so. Das war dann halt auch der Grund, warum es der letzte Auftrag war. Den ersten Typen, wo ich ja sogar, der ja sogar im Video war, da haben wir einen Typen angequatscht, der uns Geld schuldet. Der wollte ja dann nicht, ist ja weggelaufen. Und wir haben es dann ja aber geschafft, dass er. Also wir haben ihn ja dann eingeholt und so. Und dann hat er gesagt, okay, er gibt uns das Geld. Und der hat dann aber anscheinend wieder Geld geschuldet, weil er halt ein Spieler oder so war. Ich glaube, Spieler war das. Oder? Oder? Ja, nee, nee, nee. Weil das ein Spieler war. Und der, ja, der, den haben wir dann nochmal verfolgt. Da standen wir dann auf einer. Auf einer Brücke, also auf einer Art Brücke, also halt so einer Überführung, wie so bei einem Bahnübergang. Und da war halt unter uns halt Straße. Und Roland hat uns da geholfen, weil der wollte selber mit ihm quatschen. Und der hat ihm nämlich 20.000 geschuldet. Und ja, der hat dann einfach, der ist dann einfach runtergesprungen und hat Selbstmord begangen. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay. Roland, du kannst deinen Scheiß selber machen. Solange Unschuldige nicht getötet werden, bin ich dabei. Aber jetzt, wo sich der eine Mann umgebracht hat, kannst du deinen Scheiß selber machen. Auftragsreihe beendet. Aber die waren halt alle, die haben halt alle nur 20.000 hergegeben. Das war halt ur der Witz. War halt viel mehr Aufwand und viel mehr zu tun und mehr Rumgefahre und so und ja. Ah ja, und einen Auftrag hatten wir noch. Das war der vorletzte Auftrag. Da hat ein Typ sich statt das Geld zurückzuzahlen ein neues Auto geholt. Und ja, und wir mussten ihn dann halt mit dem Auto, also wir haben ihn in den Kofferraum gestopft, haben dann sind dann mit dem Auto schnell gefahren und da hat er dann gesagt, okay, er zahlt dann doch.
weil er Angst hatte, dass wir mit dem Auto einen Unfall bauen und er dann drauf geht. Ja, war aber urnicht spektakulär. Ich hätte es aufnehmen können, habe ich aber nicht, weil ich halt gedacht habe, die sind halt alle gleich, die Aufträge, genauso wie bei Tran. Bei Tran hat sich ja auch gar nichts geändert, außer dass er dann irgendwann noch gesagt hat, ja, I need a, ich brauche eine Luxuskarre und bring mir das und das und fertig. Also ja, und deswegen haben wir jetzt keine Telefonnummern mehr. Wir haben nur noch den Autoservice. Aber den Rest haben wir abgeschlossen. Und sogar für die Roland-Aufträge habe ich sogar ein Achievement bekommen. Das haben sogar unter 10% der Spieler gemacht. Ja, weil sie wahrscheinlich alle dachten, du kannst da Geld eintreiben gehen unendlich lang. Aber dass das nur 5 Aufträge sind, wusste ja keiner. Also zumindest, wenn man nicht googelt, kann man das ja gar nicht wissen. So, ich würde sagen, wir bringen zuerst die Jadestatue zurück. Ich will ja nicht lange rumfackeln hier, weil ich habe richtig Bock. Wir bringen zuerst die Jadestatue zurück und dann fangen wir hier an mit Geld sammeln. Oder wollen wir gleich hier anfangen? Oder wir fangen hier an und machen dann hier einen Bogen. Oder wollen wir zuerst die Autos machen? Also die Autos hier haben wir schon. Nee, dann machen wir das so. Wir machen jetzt hier die Autos. Nein, ich will nicht Tanks-Ausflug machen. Ja, manchmal ist es relativ unpräzise. Ja, ich hoffe, ihr seid mir halt deswegen nicht böse, dass ich das jetzt nicht aufgenommen habe. Aber war halt wirklich nicht spannend. Du hast halt nichts bekommen, außer ein bisschen Geld und das war's. Hätte ich die Tran-Aufträge weitermachen können, boah, ich wäre viel schneller fertig geworden. Aber nee, Tran-Aufträge waren dann einfach vorbei. Das heißt, du musst eigentlich, wenn du oft stirbst und halt dementsprechend viel Geld verlierst fürs Sterben, musst du dann die ganze Zeit die Martial Arts Turniere machen, weil sonst kommst du an kein Geld mehr. Oder du machst halt die Mission nochmal, aber ich glaube, wenn du die Mission nochmal machst, kriegst du auch kein Geld mehr. Das muss ich mir dann auch nochmal anschauen, wie das ist, wenn man wie heißt's? Okay. Wenn man die Mission wiederholen will, weil ich will ja unbedingt die Triaden auf 10 kriegen. So, da la. Gut, also Taikai Hatchback, Rennen zu gewinnen ist lukrativ. Okay. Klingt interessant. So, nächstes Auto. Da habe ich mir halt auch gedacht, das zeige ich euch, wie die Wagen klingen und so. Hassa, getuned, getestet und straßentauglich. Alter, sagt er mir das jetzt jedes Mal? Ja. Gefällt mir jetzt nicht so besonders, vor allem hinten der Po gefällt mir nicht von dem Auto. So, dann Odaiko, sportlicher Look und unerreichte Verlässlichkeit. Ja, okay, der Wagen sieht ja übelst grützig aus. Ey, da sagt mir das jetzt echt jedes Mal. Aber man kann sich halt echt nicht beschweren, das Spiel bietet so viel. Vielleicht geht es sich ja mit meinen 4,1 Millionen aus, weil ich habe ja sehr grob gerechnet, auch bei den Autos. So, dann Enterprise, Optik und Eleganz eines deutschen Sportwagens zu einem fairen Preis. Ja, der sieht okay aus. Ah, den sind wir sogar, den haben wir sogar schon öfter mal geklaut und sind mit dem gefahren. Der ist ganz chillig zum Fahren. Der ist zwar nicht super schnell, aber er lässt sich gut lenken. So, dann Rich Sport, erobert jeden Parkplatz mit Stil. Ja, okay, solche Wagen mache ich ja gar nicht, so Land Rover.
Ja gut, der ist super langsam, kannst komplett vergessen für Rennen. Außer du hast so ein Land Rover Rennen und du musst den Wagen nehmen. High price class, low price price. So, und dann haben wir noch Drifter GT, getuned, geht in die Vollen, auch auf Autobahn. Autobahnzubringern? Hä? Der klingt, also klingt, der sieht aus wie ein Sportwagen, aber hätte der noch hinten einen Spoiler, würde er mir viel besser gefallen. So schaut der Wagen halt ziemlich kacke aus. So. Ah ja, und das Achievement, was ich letztes Mal bekommen habe, als ich bei einem Laden alles gekauft habe, als ich bei einem Fahrzeugladen alles gekauft habe, das war ein Achievement, dass ich einfach halt eine gewisse Anzahl an Goldauszeichnungen bekommen habe. Das war gar nicht das Achievement, dass ich von dem Laden alle Autos gekauft habe. Also hier haben wir ja, glaube ich, alle. Dann machen wir jetzt hier die Autos. Die North Points sind ja zum Glück alle nicht so teuer. Mit denen werde ich auch nicht groß rumfahren. Ich weiß, es ist vielleicht für euch jetzt ein bisschen langweilig, aber ich will ja doch euch vom Spiel fast alles zeigen und auch da mal kurz die Autos zeigen und ein bisschen mit allen Autos rumfahren. Ich bin ja sonst eigentlich nicht so der Mensch, der viel rumprobiert bei Spielen. Ich ziehe das eigentlich immer relativ langweilig durch, sage ich jetzt mal. Aber bei dem hier geht das schon ganz gut, da kann man das schon so halbwegs kombinieren. Ich meine, mein Kampfstil ist schon echt uninteressant, aber ich will es halt für mich auch ein bisschen spannender machen. Wenn ich halt überall spezielle Moves machen würde, die würden alle so schnell liegen, dann hätte ich halt selber gar keinen Spaß und gar keine Herausforderung. So, dann ab zu dem Laden hier. Sördali. Komm schon, ich will kaufen bei dir. Danke. Also CS150R, ultimative Rennmaschine. Ja, klingt wie die anderen. So, dann nächstes Auto. Das haben wir ja eh schon gekauft. 860 MHC, der ultimative europäische Sportwagen. Alter, also kurvenmäßig steuert sich der übertrieben mies. Dann haben wir noch SES, gönnen Sie sich etwas? Gefällt mir halt auch nicht. Wir werden uns natürlich auch noch von allen Autos, die... Oh Gott, der steuert sich ja auch Wahnsinn bei Kurven. Wir werden uns natürlich auch noch anschauen, wie es farbenmäßig aussieht, welche Farben man auswählen kann. Das machen wir aber alles dann. Executive lässt das viertürige Coupé Realität werden. Der schaut nicht schlecht aus. Warum steuern die sie alle so komisch? Also, was Kurvenfahren betrifft. So, dann haben wir noch Bismarck. Zeigen Sie, was Sie haben. Bismarck. Muss ich irgendwie voll an Ding denken. An Bismarck von FF14. Der Prima. So, dann ein Auto noch, Terre GT, Luxus und Leistung vom Feinsten. Muss ich halt echt sagen, gefallen mir halt alle überhaupt nicht. Aber ich hab sie halt. Meine Garage ist halt eh schon zugestopft mit Autos. Zum Glück ist das nicht so wie Need for Speed mit Garagenplätzen. Mann, war das eine Enttäuschung bei... War es Need for Speed 2015? Ich glaube. Wo du irgendwie nur 5 Autos haben durftest? Ich meine, du konntest zwar den Wagen, wenn du ihn voll getuned hast, auch zum Vollpreis verkaufen und kriegst
dann hast du nicht nur 50% zurückbekommen. Das heißt, du konntest dann gleich in einen neuen Wagen investieren. Und musstest nicht mehr so viele Rennen fahren. Aber trotzdem ist das lächerlich. Klar, es ist logisch. Ich meine, niemand hat so viel Platz, dass er sich 200, 300 Autos irgendwo unterstellen kann. Nicht mal die ganz reichen Leute können sich so viele Buden leisten. Aber trotzdem, es bei dem Videospiel ist mir Realität völlig egal. Ich will einfach nur ein spaßiges Game haben. Ich meine, was soll man denn dazu zum Beispiel, es fällt mir der Name nicht ein, zu dem Rojou-like-Spiel, was ja nur für die PS5 exklusiv ist, das Science-Fiction-Spiel mit der Frau da. Ah, jetzt ist mir der Name entfallen, so ärgerlich. Aber auf jeden Fall, dann dürfte man ja eigentlich, wenn man so auf Realismus geht, dürfte man ja eigentlich dann gar keine Science-Fiction-Spiele machen, weil das gibt's halt einfach nicht. Oder irgendwelche Spiele in keine Ahnung, in irgendwelchen Universen, in ausgedachten Welten. Das wäre ja dann alles unlogisch, dürfte man dann ja eigentlich nicht produzieren. So, der hat ja hier die richtigen Mistkarren. Bisei, das ideale Stadtauto, geringe Emissionen und eine Parkplatzgarantie. Ja, das stimmt. Und was? Und wenn du kontrolliert wirst, hast du nie von mir gehört? Der verkauft die schwarz. Okay. GX300, ein für den Stadtverkehr ideales Fahrzeug. Ja, schaut halt auch dementsprechend aus. Ja, stimmt, wenn du kontrolliert wirst. Ja, steuert sich wie jedes Motorrad relativ chillig, aber wird wahrscheinlich halt keinen hohen Highspeed haben. Das heißt, du duckelst dann halt gefühlt herum. Kokan, schwungvoller Sechszylinder mit Niederdruckturbo. Alter, sieht ja von hinten kacke aus. Boah, in Speed geht er halt auch echt lahm. So. Dann Spark, verlässlich und wirtschaftlich. Ja, okay, ist typisches Stadtauto, mit dem fahren halt die meisten hier rum. Was? Wenn du den Wagen schrottest, komm in 24 Stunden wieder, dann kriegst du einen neuen. Was zur Hölle? Ich glaube, das hier ist aber auch Tran, oder? Mit dem wir da gerade quatschen. Und für den haben wir ja die ganzen Autos geklaut. Dafür ist aber sein Angebot halt echt scheiße. Prime, Arbeit und Vergnügen ohne Kompromisse. Ja, der geht halbwegs gut in Speed. Da lässt sich auch bei den Kurven so ganz okay steuern. Neo V auf der Straße bewährt und renntauglich. Der sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Subaru WRX STI Edition. Motorfan stand da unten rechts gerade, habe ich das Achievement bekommen. Habe ich jetzt schon alle Autos? Also wir haben jetzt hier, wir haben hier, wir haben hier. Ach stimmt, hier gibt's ja gar keine Garage. Aberdeen ist ja richtig der Saftladen. Und die Autos hier habe ich ja schon. Gut, das heißt, das ist das Achievement, dass wir alle Autos haben. Das heißt, wir können uns dann richtig an Rennen wagen. Bevor wir das machen, möchte ich aber die Jade-Statue zurückbringen, damit für euch Zuschauer ein bisschen was Spannendes passiert. So, wir nehmen da den Wagen hier. So, ab geht's. Komm, Kamera, dreh dich. Ich will da nämlich niemanden umfahren. So, mir fehlt jetzt nur noch eine Jade-Statue. Dann habe ich auch alle Jade-Statuen und alle Kampf-Upgrades.
Oh, Mist. Ich vergesse immer, dass ich da in die Gasse reinfahren muss. So. Da sind wir. Ja, ich komme da natürlich wieder nicht dabei, weil die Wei Shen kann ja die Tür nicht zumachen. Oh, die geht von selber zu. Das ist ja geil. I found one of your statues. The ox. You have done well. Must have been hard to fit in the States. Moving at that age. Yeah, it takes a while. Eventually you kind of become a different person. I think a lot of people do that. Even if they don't move to another culture. Seems to me that the trick is to remember always who you are. And maybe what it is that you're doing. Be in a culture without being of it. What would you like to learn?